Hallo WPU, hallo Abonnenten. Heute stelle ich euch die Diana Chaser Rifle Version vor. Die Kurzversion, die Pistolenversion hatte ich euch ja schon gezeigt gehabt. Ja, der Lauf geht bis hierhin ungefähr. Und heute kommen wir halt zu der längeren Version. Ich wollte die Waffe erst vor Kamera zusammenbauen, aber da gibt es so viele amerikanische Videos, könnt ihr euch das mal anschauen. Ich gehe aber dann auf diverse Punkte ein, auf die amerikanischen Videos noch nicht eingegangen sind. Wie sich herausgestellt hat, ist dieser bei Diana Improved Trigger zweifach einstellbar. Ich hatte schon vermutet, aufgrund des Loches hier im Abzugsbügel und auch des Loches hier vorne im Abzug selber, ja, ist glaube ich 1,5 mm Inbus. Und wenn man die entschäftet, ist da glaube ich noch eine Einstellmöglichkeit. Ich entschäfte sie nicht, das ist eine Testwaffe, sie gehört mir nicht, aber das nur mal so als Hinweis. Als Hinweis auch, da wir eure Kommentare zwar lesen, aber aufgrund des Zeitmangels sie nicht beantworten können, habe ich zwei Threads aufgemacht im WPU-Forum. Einmal was Kritiken angeht und auch was Fragen angeht. Sämtliche eurer Fragen, die ihr in den Kommentaren hinterlasst werden, also jetzt im Forum selber bei Waffenpassion United, beantwortet. Ihr könnt euch auch dort anmelden, ist also auch dahingehend kein Problem. Ja, die Waffe wird also hier in einer kleinen Tasche wieder ausgeliefert, und zwar aber dann in der Kurzversion ist sie montiert, das heißt also mit dem kurzen Lauf hier, wie ihr seht. Und ja, ich klappe das mal kurz hier auf, Schaumstoff hier, und hier ist auch die Abschlusskappe von der Pistole, die wird dann entfernt, wenn der Schaft an der Waffe montiert wird. Die Montage des Schaftes ist also recht simpel. Hier oben ist so ein, ja, sagen wir mal, Befestigungssplint. Hier unten wird sie dann, also hier, der wird hier oben reingedrückt. Und vor der Kamera ist das natürlich ein bisschen friggelig. Ich gucke mal, ob ich es jetzt hinkriege. Na. Also ihr seht, und dann muss das hier zusammengeschoben werden. Zack. Und dann kommt hier die Schraube rein. Mache ich jetzt. Beim Schießen ist mir natürlich aufgefallen, die Waffe ist sehr, sehr leicht als Gewehr. Also sie sieht sehr leicht, sehr, sehr leicht, liegt auch sehr, sehr leicht in der Hand und im Anschlag. Und ja, sie dürfte ein bisschen schwerer sein. Zu dem Schaft selber ist, okay, die Schaftbacke hier oben, die könnte ein bisschen höher sein. Aber gut, kommt immer auf die Ansichtssache der einzelnen Leute drauf an, wie sie eben halt die Waffe in Anschlag halten. Was mir hier aufgefallen ist, wenn man diese Waffe ein bisschen zu sehr, ja sagen wir mal, verwindet, dann achtet mal hier bitte auf diesen Montageschlitz hier. Der öffnet sich nämlich ganz ordentlich. Ich weiß nicht, ob das man so sehen kann. Die verwindet sich also ganz ordentlich. Und wenn man die Waffe also richtig schön Anschlag hält und schön wie im Schraubstock hält, ja, entwickelt sie hier eine Eigenbewegung. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen, keine Ahnung. Aber das ist natürlich ein bisschen negativ. Ne? Das ist also ein Wackelschaft. Gut, okay. Zum Lauf selber. Ich wollte die Montage des Laufes an sich noch hier vor der Kamera machen, aber ist recht simpel. Hier sind drei Madenschrauben. Zu den Madenschrauben sage ich gleich noch was. Die werden entfernt, also ich habe sie zumindest entfernt. Dann den kurzen Lauf einfach ruckartig rausziehen. Und über dem langen Lauf, der dann montiert wird, schlappert dann hier diese Kimme. Und die Kimme habe ich jetzt hier, die Originalkimme von der Kurzwaffe habe ich drauf gelassen. Ich habe also mit Doppelkimme geschossen, also nicht über Doppelkimme, sondern es geht also recht gut mit dieser Kimme hier vorne. Und die wird dann hier drauf geschoben und dann hier auf der anderen Seite mit einer Schraube arretiert. Ist also kein Problem. Was die Präzision angeht, ich hatte am Anfang doch recht große Schwierigkeiten mit der Präzision. Ich konnte die Waffe nicht mehr nach links einstellen. Daraufhin habe ich dann diese Schraube wieder lösen müssen und hier ein bisschen die ganze Sache neu, ja, einjustiert und dann wieder hier stramm befestigt. Und dann gingen die Schüsse also dann auch mittig. Konnte ich dann die Kimme entsprechend einstellen. Das Korn ist starr hier, kein Problem. Der
Schalli ist abschraubbar. Also ohne Schalli ist sie schon ziemlich laut. Mit Schalli also recht, ja, recht leise. Also Mehrfamilienhaus tauglich. Jetzt noch mal kurz zu den Madenschrauben. Ich gehe auch immer bei der Analyse und bei den ganzen Sachen unbedarft an die Geschichte ran. Hatte dann die Madenschrauben gelöst, dann den Lauf hier rein, also den kurzen Lauf rausgezogen und einen langen Lauf wieder reingesteckt. Schraubt das hier alles wieder an und habe dann ein bisschen geschossen. Guck mir dann hier die Madenschrauben noch mal an, die ja jetzt hier schön plan verschraubt sind. Da guckte die hintere raus. Ich denke, hä, was ist das denn? Ganz einfach, die vordere und die hintere Madenschraube sind gleich. Die haben also eine gleiche Kürze oder gleiche Länge. Die in der Mitte, die Madenschraube, ist länger als die vordere und die hinteren Madenschrauben. Aus dem einfachen Grunde, weil der Lauf wird bei der Montage durch die Madenschrauben gequetscht. Und zwar, Sekunde, ist hier also quasi die Vertiefung, wo die lange Madenschraube also packt in dieser Vertiefung, und hier vorne und hier hinten packen dann die kurzen Madenschrauben. Also müsst ihr darauf achten, wenn ihr die Waffe dann wieder zusammenbaut, dass ihr die längere Madenschraube also hier mittig reinschraubt. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen töffelig. Im Lieferumfang sind also zwei Imbusschlüssel. Ja, einmal hier für die Schraube hier für die vordere Kimme, und der dünnere Inbus ist jetzt dann für die Madenschrauben hier oben gedacht. Das dazu. So, dann kommen wir schon mal zu einem Problem. Lademulde. Ich kann mit dieser Waffe keine Diabolos laden. Oder nur mit einem enormen Kraftaufwand. Die Vieltage Trophy Green gehen mal überhaupt nicht. Die kriege ich nicht mit dem Ladedorn in den Lauf reingeschoben. Gar nicht. Gut, ist kein Problem. Man kann ja die Lademulde dann entfernen und dann hier manuell die Diablos laden. Aber mit dieser Lademulde hier, mit dieser Originalen, die hier drin steckt, geht es nicht. So, dann habe ich hier von der 2016er CP1M die Lademulde entfernt und habe sie dann in die Chaser reingesteckt. Das geht ja ganz einfach. Habe ich jetzt mal entfernt. Und mal kurz gucken, wie rum das muss hier. Habe ich sie dann also hier reingesteckt gehabt in die Chaser und siehe da, es funktioniert also. Sekunde. So, jetzt nochmal die Lademulde, die zur Chaser gehört. Ich bin da jetzt mal ganz vorsichtig. Lade das Ding mit H&N, Vieltage Trophy Blei, und schiebe sie nach vorne, und da geht gar nichts. So, das verkeilt sich sogar die Kugel im Ladedorn. Also kannst du vergessen. Jetzt wechsle ich. So, jetzt habe ich hier die Lademulde von der CP1M. 2016 ist schon ein bisschen angeranzt, wie man sieht. Und die stecke ich jetzt hier mal rein. So, und jetzt nehme ich wieder ein Diablo, das H&N Vieltage Trophy. Lege ich hier rein. Ach, ja, vor der Kamera ist es ein bisschen friedlich. So, man muss natürlich auch immer mit Schwung, aber so, zack, bitte, da geht's. Also irgendwas ist mit der Lademulde, der Original-Lademulde, nicht in Ordnung. Also ich weiß jetzt nicht, ob inwieweit da eine Verkantung vorhanden ist oder ob hier unten an der Lademulde was abgenommen werden muss. Keine Ahnung. Also irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Also das ist also recht merkwürdig auch, dass diese Lademulde, die Original, funktioniert nicht. Also die JSB Express kann man mit Mühe und Not laden, Zinn Diablos gar nicht und die Vieltage Trophy Blei auch gar nicht. Das geht nur mit dieser Lademulde, mit der alten von der CP1M. Die Diana Chaser ist jetzt eingeschossen mit 300 Schuss ungefähr. Hier mal ein paar Einmeterungsscheiben. Das waren also auf 10 Meter die JSB Express. Die sind schon ganz ordentlich hier. Schön Loch in Loch, so 1 Cent Löcher auf 10 Meter geschossen. Freihand stehend.
Dann hatte ich versucht, das zu korrigieren, Kimme zu korrigieren. Und gut, die ganze Geschichte ging auch nach oben mit den H&N, viel Tage Trophy. Also nach oben konnte ich die Kimme stellen, aber nicht nach links. So, dann habe ich die H&N Spitzdias genommen und hatte dann vorher, wie schon gesagt, hier vorne an dieser ja, Kimmenmontage nochmal rumgedreht und dann gingen die Schüsse auch mittig. Wie man sieht auch. Also die Waffe ist sehr, sehr präzise, muss ich dazu sagen. Ja, und dann habe ich die Waffe dann mal auch ohne Schalli geschossen. Und ja, also da ist jetzt kein großer Präzisionsunterschied. Also ich bin der Meinung, ob es mit Schalli oder ohne Schalli geschossen wird, hier mit den H&N Spitz in 0,56. Die Läufe dieser Sparwaffen scheinen wohl auch schwere Diablos zu mögen. Auf jeden Fall gehen sie mit präzise. Allerdings gab es da eine Trefferverlagerung wieder nach rechts, ohne Schalli. Also mit Schalli würde die dann wieder mittig schießen, ohne Schalli nach rechts. Ja, warum auch immer. Ja, was machst du da? Mach mal Sitz. Zeig mal, wie kalt du kannst. Mach mal Sitz. Nein, mach mal Sitz. Ha? Ja, fein. Fein. So, kommen wir zum Chronitest. Mit dem JSB Exact Express liegt die Waffe unter 7 Joule. Mit den H&N Spitzkugeln liegt sie also definitiv über 7 Joule, so 7,3. Und den H&N Vieltage Trophy Blei ebenfalls. Wobei hier bei den Spitzkugeln also eine konstantere Leistung vorherrscht. Bei den H&N Vieltage Trophy schwankt die Leistung immer ein bisschen. Und dieses System scheint ein bisschen in den Leistungen zu schwanken, aber bei der richtigen, bei den richtigen Geschossen bleibt auch eine konstante Leistung, zumindest hier bei den Spitzkugeln. Da liegt die Waffe über 7 Joule, werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. So, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Ich habe die H&N Spitzkugeln geladen, die Rifle nun 7,3. Hat sie gerade auch im Haus gemacht und da brauche ich auch ganz wenige Schüsse zu machen. Die Arbeit also mit diesen Spitzkugeln also sehr konstant. Diesmal 7 Joule gerade, wo ich es gesagt habe. Ja, Moment. So, noch einmal. 7,3. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ah, ich kann es nicht sehen aufgrund der Lichtverhältnisse hier. So, einen Schuss mache ich noch. Also wie schon gesagt, konstant. 7,3 mit Spitzkugeln. Und die Spitzkugeln gehen in der Waffe auch sehr, sehr präzise. Aber wie ihr hört, ich muss die Waffe, also die Kugeln ganz schön laden. Ich muss den Ladehebel ganz schön nach vorne schmeißen. So, 7 Joule. Gut. Ach komm, einen mache ich noch. Präzisionsvideo mache ich dann nochmal auf 15 Metern morgen oder übermorgen. Ich will die Waffe noch ein bisschen eingeschossen wissen. 7 Joule. 7,2. Ja, 161 Meter. Ich hoffe, man kann das ungefähr sehen hier. Jawohl. Doch, ist schon schön stark. So, eine sehr günstige Waffe. Um die 110 Euro, muss ich sagen, und sehr präzise. Sie ist sehr, sehr leicht, muss ich gleich dazu sagen, als Langwaffe. Hier kann man im Übrigen auch einen Bipod dran schrauben. Also, wer damit klarkommt, mit so einer leichten Waffe, mit so einer kleinen Zimmerflak, also die Waffe macht auf jeden Fall Spaß. Und was besonders an ihr Spaß macht, ist ihre Präzision. Das ist auch wirklich dem Abzug geschuldet. Der ist wirklich, also in meinen Augen, toll gelungen. Es gibt bessere Abzüge, aber der ist schon in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dieser kleine Schlacker schafft, ja gut, soll nicht so ausschlaggebend sein. Was auch schön ist, man kann sie auch als Kurzwaffe schießen. Und wenn man bedenkt, dass eine Umarex RP5, die zwar in meinen Augen, nur in meinen Augen schöner aussieht, aber um einiges mehr kostet, ja, mehr als 200 Euro mehr, ist man mit dieser Waffe also wirklich sehr gut bedient und
ich muss wirklich sagen, die Waffe ist also wirklich, arbeitet zuverlässig, das System ist zuverlässig. Ich habe ja auch zwei andere CP1M und ich schieße diese Waffe auch morgen oder übermorgen mit offener Visierung. Man kann natürlich hier auf der 11mm Schiene auch andere Optiken draufbauen, aber ich schieße gerne mit offener Visierung. Und man sieht ja auch anhand der Ergebnisse hier, dass die Waffe also wirklich Loch in Loch geht. Das muss ich wirklich sagen, also ist schon eine ordentliche Sache. Schon beim Einmetern ist schon eine ganz ordentliche Sache. Gut, das soll es gewesen sein. Ich rufe jetzt gleich mal bei der Firma Teutenberg an, ob die Umarex CLA Cowboy Lever Action schon angekommen ist. Und dieser war gestern noch in der Verpackung. Da mache ich vielleicht heute noch mal ein Video oder morgen. Mal schauen. Okay, das war's schon mal über die Diana Chaser. Sollte mir noch bei der Waffe etwas auffallen, was ich vielleicht vergessen hatte. Ach so, vergessen hier nochmal zur Schaftkappe gummiert. Also ganz angenehm. Bisschen klein auch geraten, ist aber aus Gummi, nicht aus Hartplastik. Wenn mir da noch was einfällt, bringe ich das noch im Präzisionsvideo. So, Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis später. Euer Nobby. Tschüss.